Hi und herzlich willkommen zu Part 16. Wir sind, ich habe keine Ahnung wo. Weiß ich nicht. Ich wollte zu den Großbauern, das ist schief gegangen. Ich bin, keine Ahnung, irgendwo unterwegs und das fühlt sich alles falsch an, weil ich nicht weiß, wo ich bin, weil es hier sehr gefährlich ist und weil ich da runter will. Oh, Pfeile. Und ein Bogen. Ja, ich weiß nicht, was ich hier tue und ob ich hier überhaupt... Leute, ich verstehe es nicht mehr. Ja, auf jeden Fall versuchen wir jetzt da oben mal die Warane kaputt zu machen. Und einen davon zumindest. Da sind nämlich mehrere. Okay, der ist schon mal sauer auf uns. Geh weg, wir müssen ihn wegholen mit unseren Fallen. Weghauen. Geh weg, nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Ja. Nein. Oh. Doch, das ist gut, das ist gut. Oh, fuck. Oh. Holy shit, mit dem letzten da Fall. Da ist nichts zu holen. Wie jetzt? Nichts zu holen. Oh, schade. Okay, wir gehen direkt ins Bett und schlafen eine Runde. Zum Glück steht da eins. Boah, krass. Das war jetzt nicht ohne. Ich wollte doch nur zu den Großbauern und dem Typen seinen scheiß Schinken geben. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht machen. Und jetzt bin ich hier und, weiß nicht, töte Warane und sowas. Naja. So kann sich's ändern. Es ist nicht im Ernst jetzt die Pfeile leer. Leute. Da kommt ihr rein. Ich wollte ja auch eigentlich nur zu den Großbauern, deswegen habe ich nicht so viele Pfeile dabei. Okay, dann machen wir es jetzt aber so. Einfach nur, weil es uns so unglaublich sehr interessiert, schauen wir jetzt mal kurz da runter. Weil das wollte ich ja auch machen. Je nachdem, was da ist, sind wir schneller wieder draußen, wie wir gucken können. Und wir werden wann anders hier runtergehen. Das werden wir dann sehen. Die Riesenratten sind ja kein Problem für uns. Angst, weil hier alles wackelt. Okay, was da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts. Eine haben wir doch noch, ja. Okay. Haben wir noch Pfeile? Wir haben nur noch 23, okay. Was zur Hölle ist das hier? Das treffe ich mit blöden Ratten. Nichts zu holen. Ich will hier eigentlich nichts gar nicht rein, Leute. Lebensenergie? Lebensenergie? Das kann ich nicht lesen. 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 Oh, der kann das alles nicht lesen. Aber wer kann das denn lesen? Wir müssen es irgendjemandem geben. Leute, wir schaffen das hier nicht. Da sind auch Steinskelette. Wir machen das so. Es tut mir leid, ich habe das im letzten Part versprochen, dass wir hier runtergehen und so. Aber, nö. Es geht nicht. Wir gehen erstmal wieder hoch. Wir versuchen die scheiß Großbauern jetzt... Entschuldigung, ich fluche schon wieder sehr, sehr viel. Es tut mir sehr leid. Wir versuchen jetzt erstmal die sehr angenehmen Großbauern zu finden. Ah! Hm.
Weil die nämlich... Oh, guck mal, da geht's auch rein. Ah, eine Truhe. Weil die nämlich... also ich meine, keine Ahnung, da müssen wir hin. Links? Links? Rechts? Links? Rechts? Links? Soll ich euch mal sagen, was das eben für eine Kombi war? Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Wow. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Okay, es endet mit rechts. Schutz vor Feuer. Okay. Kann ich eigentlich 20 Ringe anziehen oder so? Ja, wir versuchen jetzt, die Großbauern zu finden. Der schläft. Der Schattenläufer, der schläft. Vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Okay, aber es ist eine geile Gegend. Ich habe keinen Plan, wo die Gegend ist und wo wir sind. Aber da müssen wir auf jeden Fall wieder hin. Ich hoffe, ich finde es dann noch irgendwann wieder. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir hier überhaupt hingekommen sind. Hm. Wisst ihr das noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir noch da oben dann zu den Großbauern kommen. Das stand doch so an den Schildern. Oder nicht? Hm. Wird wahrscheinlich immer gefährlicher, je weiter wir hier langlaufen. Ich muss bestimmt bald umdrehen, den ganzen weiten Weg wieder zurücklaufen. Oh, schon ewig keine Schilder mehr gesehen. Bestimmt habe ich mich wieder übelst verlaufen. Ich merke es gar nicht. Nicht zu plündern. Ich habe bald keine Pfeile mehr, ne? Den See kennen wir. Den See kennen wir. Ah! Oh, das sind die Lurker. Ja. Ich glaube, wir müssen da hoch, um zu den Großbauern zu kommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Weil den See kennen wir doch. Den haben wir doch schon von oben gesehen. Oder nicht? Ach, Herr Jemine. Grimbald, was macht denn der da? Waren wir doch noch nicht. Oh Mann. Hey. Wartest du auf jemanden? Jetzt nicht mehr. Nun bist du ja da. Warum ich? Du siehst kräftig aus. So einen Kerl kann ich jetzt gebrauchen. Was hast du vor? Ich will die Snapper da oben jagen, aber ich glaube, es sind zu viele für mich allein. Ich habe was zu erledigen. Erzähl nicht so einen Unsinn. Was kannst du hier in der Wildnis schon Wichtiges vorhaben? Oh. Okay, ich helfe dir. Geh das vor. Das werden wir nicht schaffen, alles Leute. Klar. Komm aber dem schwarzen Troll da hinten nicht so nah. Der reißt dich sonst in Stücke, klar? Der schwarze Troll. Und wehe, du kneifst. Ey, Leute, ich bin hier völlig falsch, ne? Ich bin hier völlig falsch. Schon wieder eins von diesen Biestern. Ich dürfte hier... So, das war's mit dir, du Mistvieh. Ich darf hier noch nicht mal sein, Leute. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Da ist nichts zu holen. Kannst du mir das Jagen beibringen? Na gut. Du warst mir zwar bisher keine große Hilfe, aber ich will mal nicht so sein. Ich hab mich voll da... Bring mir das Jagen bei. Was genau willst du wissen? Traveler-Platten. Zangen rausschneiden. Klauen hacken.
Die Flügel der Blutfliege reißt man einfach aus dem Körper der Fliege oder löst sie mit einem scharfen Messer ab? Bring mir das Jagenbeil. Was genau willst du? Minecrawler und Feldräuber haben starke Zangen, die man mit einem festen Ruck vom Kopf der Tiere lösen kann. Ach Leute, wir laufen wieder den ganzen Weg zurück. Wir sind doch völlig falsch hier. Wir sind doch völlig falsch. Ich habe Angst, ich fühle mich nicht wohl und wir sind falsch. So. Und zu schwach, nebenbei bemerkt. Wir müssen hier viel stärker sein. Wir können hier nicht rumlaufen und so tun, als wären wir krass unterwegs, ne? Sind wir nicht? Leute, sind wir nicht? Ich da leider getäuscht. Ja, das haben wir wenigstens schon mal Blutfliegenflügel. Na toll. Okay. Da ist nichts zu holen. Haben wir jetzt alle Flügel erwischt? Ja. Cool, wir gehen wieder zurück. Wo sind wir hergekommen? Wo war das? Hier oben irgendwo? Ja, tut mir jetzt voll leid, dass ich so umsonst die ganze Zeit jetzt hier rumgeeiert bin. Aber wir können hier wirklich noch nicht sein. Wobei ich echt dachte, das wäre der richtige Weg. Naja. Ich dachte halt, das wäre irgendwie eine Schleife drumrum oder so. Deswegen waren wir so lange unterwegs, aber das war nicht so. Aber wir müssen unbedingt jetzt gucken, wenn wir irgendwo rauskommen, wo wir uns wieder auskennen, wo wir da, also wo wir rein sind, weil ich weiß gar nicht, wie wir auf diesem Weg hier überhaupt gekommen sind. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Aber es ist cool, so geht es noch richtig weit, glaube ich. Jetzt haben wir schon mal eine Location angekratzt, wo wir nicht, noch nichts verloren haben. Ich laufe jetzt auf dem Schnurstracks zurück. Ich gucke jetzt gar nicht, was ich looten kann. Ich will jetzt einfach nur noch nach Hause. Beziehungsweise zu den Großbauern. Hallo. Oh, die Map ist schon schön gemacht. Da kann man echt nichts sagen. Diese Brücke, ja, die habe ich noch nie gesehen. Oder um das Blut. Da ist wieder so ein Schattenläufer. Ich will ihn schnarchen. Wie sind wir auf diesen Pfad gekommen, frage ich mich. Okay. Ah, da haben wir die schwarzen Goblins kaputt gemacht. Da waren wir auch, haben wir gelootet. Aber... Ja, ist auf jeden Fall sehr interessant hier gewesen. Wir haben, glaube ich, noch einiges vor in dem Spiel. Aber wir haben noch so viele Quests, deswegen müssen wir da jetzt erstmal ein bisschen aufräumen. In unserer Questliste. Oh,
da steht was an der Innos-Statue. Ich habe vorhin gar nicht gesehen. Ein Trank. Gut. Ja, ich würde mich jetzt wirklich mal selber ein Schild freuen, damit ich wüsste, ob ich hier überhaupt noch richtig bin. Weil irgendwie scheine ich nämlich überhaupt nicht richtig zu sein. Genau, da haben wir auch gelootet. Den Typ kennen wir ja auch schon. Alter, Bett bei dem schlafen wir mal kurz eine Runde. Ach, der hatte kein Bett, doch. Haben wir seine Kisten. Moment, haben wir seine Kisten noch nicht gelootet? Haben wir überhaupt schon mit dem gequatscht? Oh mein Gott, wir sind bestimmt schon wieder komplett falsch. Also. Links. Links, rechts. Rechts. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links, rechts, rechts. Rechts. Okay, das haben wir. Dann machen wir da gleich mal weiter und dann laden wir nochmal neu. Links. Links, rechts. Links, rechts, links. Links, rechts, links, rechts. Okay, das war nicht so schnell. Wir haben hier doch schon gelootet. Das kann mir doch keiner erzählen. Also, links, rechts. Hä? Links. Leute. Also ich habe aufgeschrieben, links. Okay. Hä, wieso passt denn das jetzt nicht mehr? Rechts. Rechts, links, links. Schwer kann es doch jetzt nicht gewesen sein. Also irgendwie ist das ganz komisch. Leute, wisst ihr was? Das war exakt... Ich habe mir das ja aufgeschrieben. Das war exakt derselbe Code, nur mit links und rechts vertauscht. Bin ich total doof oder ist das jetzt ein Zufall gewesen? Irgendwas hat da gerade nicht gestimmt. Kann es sein, dass ich vielleicht statt rechts einfach mal links und umgedreht geschrieben habe? Irgendwie ganz komisch. Naja. Was will man machen? Wacholder. Okay, cool. Bergkristall, Wacholder und so ein Zeug. Na, schön. Jetzt gucken wir halt doch mal ganz kurz, ob wir schon... Nee, wir haben schon mit Dragomir gesprochen, den kennen wir doch. Ja, wo ist jetzt der Bauernhof? Okay, das heißt, cool, wir wissen, wenn wir da hinten durchlaufen, kommen wir zu dieser krassen Stelle. Da müssen wir dann hin. Die Frage ist nur... Wo geht's zu den blöden Großbauern? Aha, wow. Jetzt wissen wir's. Schön. Da unten müssen wir ein bisschen aufpassen, dass sie uns nicht anbeißen. Da drin waren wir schon in der Höhle. So, wir wollten zu Sago. Wessen Hof wollten wir besuchen? Seekop. Ist das jetzt hier Seekops Bauernhof? Wir schauen mal.
Egal was ist, wir gehen hier auf jeden Fall schlafen. Und dann gucken wir, ob wir bei dem einem Typen jetzt alles haben und ihm alles mitgeben können. Hier Schinken und so ein schönes Zeug. So, einmal schlafen bitte. Bis zum nächsten Morgen aber, weil ich möchte gut erholt sein. Wer bist du? Bist du das? Das ist Seekopfshof. Geil! Okay, Leute, das hier ist Seekopfshof. Und jetzt hinter dem Wald, nördlich. Oh, ich bin so schlecht mit den Richtungen. Im Wald. Das könnte doch dieser Wald hier sein. Nee? Oh, guck mal, Blutfliegen. Achso. Was habe ich getan? Naja, egal. Wir haben keine Pfeile mehr. Wir können hier nichts tun. Das heißt, wir müssen erstmal hoch zu der Stadt und die Pfeile kaufen. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Und wenn wir unsere Pfeile haben, dann gehen wir da mal hin zu dem Typen da. Oh, wartet mal. Vielleicht, aber auch nur vielleicht, sollte ich meine Milizrüstung ausziehen. Nicht, dass sie mir da oben jetzt ans Bein pinkeln, weil ich ja Miliz bin auf einmal, ne? Wenn die mir jetzt da oben keine Pfeile verkaufen, gell? Ich glaube, dann raste ich dezent aus. Wie soll ich denn sonst Pfeile? Ich kann ja nicht immer in die Stadt schlappen, wenn ich Pfeile brauche. Ich tue einfach so, als wäre ich ganz normaler Bürger. Keine Ahnung, sag du es mir. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ich habe für so etwas keine Zeit. Ich habe da meine eigene Meinung nicht. Das hast du nicht gewusst. Das ist wirklich Bennett! Hey! Ich kann das nicht. Das hat er wirklich nicht verstanden. Wie sieht's mit. Was braucht. Pfeile. Man weiß gar nicht mehr, wen man noch glauben kann. Von mir hatte das nicht. Das höre ich zum ersten Mal. Das weiß ich nicht mehr, wen man noch glauben kann. Der weiß ja nicht mal, wie er nicht. Ich erzähl dir doch nichts. Wie sieht's mit dem Zubehör zum. Was braucht. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Das wird sich nie ändern. Ich bin ganz deiner Meinung. Der weiß ja nicht mal, wie er. Wie sieht's mit. Was brauchst. Ich hab so einiges. Das hat er wirklich nicht. Da muss man noch mal zuhören. So, noch einmal. Wenn er das nicht sieht. Wie sieht's mit dem Zubehör? Was brauchst du? Ich brauchst du das nicht zu fragen. Ich hab so einiges. Ich hab da meine eigene. Ich werde mich da nicht einmischen. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen was. Meine Meinung kennst du. Ich will jetzt trotzdem kurz schauen, was passiert, wenn ich jetzt meine Rüstung habe. Wir haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ja, aber klar, kann man Zeit. Wem sollte ich aufs Maul hauen? Wartet mal. Ich sollte doch irgendjemanden auf die Rübe hauen. Aufs Maul. Pepe wünscht sich, dass man Bulko mal auf die Nase haut. Wenn er das ist nicht denn sieht, Bulko? Kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Da muss man noch mal zuhören. Sieh mal einer an. Was willst du? Hast dich den Stadtpennern angeschlossen, wie ich sehe. Ich sag dir was. Egal, welche Klamotten du dir auch anziehst, ich durchschaue dich. Für mich bist du nur ein kleiner, schmieriger Tagedieb. Nichts weiter. Ich kann das nicht glauben. Ich hätte das anders gemacht. Ich muss gehen. Ja, verschwinde. Ja, ja. Wo hast du das denn schon wieder her? Ulko, wo ist er? Der hockt doch schon in der Kneipe rum, der Typ. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt über die Finger. Das nicht erlauben. Das ist doch alles ungerecht. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wir beide sollten uns mal unterhalten. Mhm. Ich wüsste nicht, worüber. Das ist doch alles nur geredet. Ich werde nicht von ihr weggehen. Ja, dann müssen wir noch mal darüber reden. Ich weiß langsam nicht. Komm doch, Eierloch. Leute, der ist viel zu stark. Den kriege ich nicht. Okay, ich werde ihn nicht provozieren. Schade. Ich dachte, ich kriege ihn. Meine Meinung will ja keiner hören.
Naja, irgendwann anders mal. Nein, aufs nicht, du hast doch keine Lust. Irgendwann sind wir gut und dann können wir das. Ganz kräftig dazwischenhauen. So, wir suchen jetzt mal unsere Milady im dunklen Wald. Lucia, wo bist du nur? Toll, schon wieder beide, ne? Hallo, sind das schlechte Pfeile oder was, die der mir verkauft hat? Was rennt denn da unten alles raus? Hä, Leute, was ist das alles? Die sind alle weggerannt gerade. Hm? Das waren doch Scavenger und Wölfe, oder? Ja, da sind sie ja. Komisch. Oh nee, da ist wieder so ein Wag. Nichts zu. Oh, den kriegen wir doch nicht. Wir können sie mal probieren. Oh, es sind gleich zwei. Ja, das kriegen wir nicht hin. Na? Mist. Aber die Blutfliegen, die kriegen wir. Da rennen die kleinen Skelette durch die Gegend, die sind so süß, ne? Nichts zu holen. Nichts zu plündern. Lucia, wo bist du nur? Die Pfeile Scheiße, die der mir verkauft hat, glaube ich. Oh. Guck mal, da treffe ich gar nichts mehr. Hm, was sind die Pfeile? Ich sag's euch. Der hat mir Schund verkauft, der Typ. Wieder aufpassen, dass ich nicht wieder den Schinken auf esse. Nämlich, glaube ich, passiert. Deswegen hatte ich keinen die ganze Zeit. Die haben bestimmt versehentlich auch. Da hinten ist ein Feuer. Das könnte sie sein, die Lucia. Da könnte sie versteckt sein. Das ist ja schon direkt da. Hallo? Die kaputt? Ich glaube, da hinten ist sie. Banditen. Immer diese Banditen, gell? So. Oh mein Gott, sind es viele. Jetzt bist du dran. Ich treibe sie zu den Goblin-Skeletten. Oh, sind jetzt alle hinter mir her? Nein, 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 nein. Ja, renn so schnell, wie du kannst.
Ja, das ist nicht so gut, ne? Ich wollte eigentlich die Typen zu den Skeletten. Till, du Spast, ey. Hier. Nimm dies, ey. Oh, Balthasar, pass auf, den mag ich gern. Nein, Leute! Scheiße! Heidenei. Soll ich wieder die Banditen zu den anderen locken? Ich schaff die doch alleine nicht. Jetzt bist du dran! Ja, renn so schnell wie du kannst! Oh, aber ey, wow, wir haben einen gekriegt, ne? Die haben scheiß Rüstung an, das ist gut für mich. Ich muss nur auf den Bogenschützen Acht geben. Ich mach dich fertig. Und auf die anderen 20 Typen, die hinter mir her sind. Ich muss es schaffen, dass nur einer hinter mir herrennt. Wenn ich nur einen hinter mir habe, dann würde ich es hinkriegen. Ich mach dich fertig. Oh. Wird nichts, wenn die zu zweit sind. Ich fand es da oben jetzt gar nicht so scheiße, muss ich sagen. Jetzt bist du dran. Hallo. Das war's. Das war aber eben besser. Nochmal. Jetzt bist du dran. Aua! Ja, renn so schnell wie du kannst! Ich mach dich. Okay, den einen haben wir. Ja, renn so schnell wie du kannst! Wenn der gleich seine Waffe wegsteckt, drehe ich mich wieder um. Ich mach dich fertig. Ja! Wow, krass, ey. Oh, das fand ich jetzt echt, haben wir gut gemacht. Wirklich, haben wir solide gelöst. Eieiei. Jetzt bin ich fertig, ne? Fix und fertig, ich sag's euch. Aber das war gut. Das war richtig gut. Jetzt sind's nicht mehr viele. Ich glaube noch drei vielleicht. Vom Bogenschützen müssen wir aufpassen, da müssen wir eigentlich näher hin. Aber das ist gut, ey. Wir können den richtig gut in den Rücken ballern. Und vor allen Dingen machen wir den schon richtig viel Schaden. Degen des Banditen. Okay, wo ist der Bandit jetzt hin? Ist er jetzt kaputt? Ah, da. Kiese, Dietrich, Goldbrocken. Aha. Speichern jetzt nochmal auf einem richtigen Slot am besten. Gut. Ah, krass, ey. Oh.
Okay, jetzt müssen wir nur gucken, wo wir den anderen abgeknallt haben. Ich will den ja auch noch looten, ne? Da, da liegt er. Seemanns Grog. Geil. Ja, sehr gut, okay. Wen haben wir da jetzt noch drin rumlungern? 1, 2 Banditen. Okay, der eine ist Pfeil- und Bogentyp, da müssen wir aufpassen, wie gesagt. Jetzt bist du dran. Das sind beides Pfeil- und Bogenmenschen-Typen. Oh, scheiße. Bleib stehen, du... Schnell, ich krieg ihn. Ja. Ja. Oh mein Gott. Hey, wir machen vor allen Dingen richtig Punkte, gell? Krass. Wir haben so viele so viele... Oh, wow. So viele Fälle. Wir haben richtig viele... Der Name Bromor. Ah! Wir haben Bromors goldene Schale gefunden. Toll. Da würde er sich aber freuen. Wo war Broma nochmal? War der in der Stadt? Wir haben vor allen Dingen richtig Erfahrungspunkte jetzt bekommen. Wir haben richtig viele Lernpunkte, die wir noch vergeben können. Ich hoffe, dass wir die Dings hier finden noch. Die liebe, wie heißt sie nochmal? Die Lucia. Okay, wir speichern jetzt nochmal und dann machen wir die Dinger hier auf. Also, wo ist wieder mein Stift und mein Zettel, Papier? So. Also. Rechts, 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 links. Rechts, rechts, links, rechts, rechts. Falsch. Okay, das wissen wir dann. Links, links, rechts, rechts. Okay. Cool. Nicht wundern, warum da oben Development Preview steht. Ich bin vorhin auf eine komische Taste gekommen. Das habe ich rausgeschnitten, aber seitdem ist diese Anzeige da oben. Wird wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn wir wieder starten, nicht mehr da sein. Falls es aufgefallen ist und falls sich jemand wundert. Ich habe irgendwelche komischen Tasten wieder gedrückt. Links. Okay. Aber ich glaube, das steht da nämlich normalerweise nicht. So, und dann noch die Kiste hier. Das war links, rechts, rechts. Cool. Ja, 136 Pfeile, das ist sehr gut. Was gibt's hier noch so? Lucia, bist du da drin? Nö, aber hier ist ganz schön viel Zeug. Oh oh, da war was von der Lucia gelegen. Das müssen wir uns gleich angucken. Wir haben schon wieder einen Schinken gefunden. Was war das von der Lucia? Lucias Abschiedsbrief, was? Liebster Elfrich, mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, wie leid es mir tut. Ich weiß, dass du es nicht verstehen wirst, aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es besser für uns beide wäre, wenn du dir ein anständigeres Mädchen suchst als mich. Von dort, wo ich jetzt hingehe, werde ich nicht mehr zurückkehren. Vergiss mich. Ein Dirne wie ich ist nichts für einen aufrechten Kerl, wie du es bist. Leb wohl, Lucia. Oh, schade. Geil, wie der Typ da hängt. Wo ist denn aber dieser... Wo ist denn der Elfrich überhaupt hin? Wenn wir das jetzt wüssten, ne? Ja, okay, hat sich auf jeden Fall mega gelohnt hier. War ziemlich erfolgreich. So, okay. Cool, wir laufen jetzt mal hier durch. Mhm. Guck
gucken mal, ob wir den Viechern entkommen können irgendwie. Ich glaube, wir haben schon wieder Goblins hinter uns. Ja. Oh Mann. Haben wir sie abgehängt? Ja. Gott sei Dank. Ha, gut. Dann schlafen wir jetzt eine Runde. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu dem Typen, der von uns noch das Zeug da kriegt. Fleisch und so Zeug. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Also ich gehe jetzt direkt weg. Ihr macht es schon. Bevor ich wieder hier als Mörder beschimpft werde. Ein cool. Mist viel weniger. Mal gucken, wie wir da hingekommen sind. Ja, hier geradeaus durch. Nee, stimmt gar nicht. Wir sind da oben lang gelaufen. Ich bin ganz normal. Hoffentlich lernt der uns kostenlos was. Das wäre ja schon schön, ne? Und da müssen wir unbedingt nochmal nach unserer Liesel gucken. Ich weiß gar nicht, wo wir unser Schaf gelassen haben. Nicht, dass wir es verloren haben. Und dann nochmal gucken, wo wir es abgestellt haben. Wo wir es geparkt haben, sozusagen. So. Gegrüßt sei Inos. Inos zu Dank. Man erzählt sich ja so einiges. Genau das habe ich auch gesagt. Aber ja nicht, das war alles. So. Wenn wir nicht gekommen wären, da ist er ja. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Hallo, Freund. Grom. Hey. Hier hast du dein bestelltes Essen. Prima. Und nun? Bring mir das Jagen bei. Was willst du lernen? Horn des Schattenläufers, Herzen nehmen, Zähne reißen. Ich würde sagen, wir machen mal Herzen nehmen. Ein Herz entfernst du dem Tier mit einem gekonnten Schnitt in die Brust. Lohnt sich aber häufig nur bei besonderen Tieren oder magischen Wesen. Bring mir das Jagen bei. Und wir lernen was willst du lernen? Das hier unten Zähne reißen. Beim Entfernen der Zähne musst du vornehmlich darauf achten, also, dass das Gebiss beim Lösen vom Schädel nicht zerbricht. Okay, zeig mal. Wie viele Punkte haben wir jetzt noch übrig? Noch 20. Das heißt, wir können dann wieder auf Geschicklichkeit setzen. Okay, das war doch jetzt sehr erfolgreich. Wir müssen aber auch mal unseren ganzen Schund jetzt langsam verkaufen und die ganzen Steintafeln mal abgeben und so ein Zeug. Ich würde sagen, das nächste, was wir machen, wir gehen wieder nach Corinnes. Und damit ihr jetzt nicht wieder den gesamten Weg begleiten müsst, während ich nach Corinnes schlawiner, würde ich sagen, wir treffen uns in Corinnes wieder im nächsten Part dann. Ja, damit beende ich das Video hiermit auch und ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert, falls ihr mich noch nicht abonniert habt oder wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.